So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Heute haben wir Train Sim World zum ersten Mal auf diesem Kanal. Das ist quasi die erweiterte Version von Train Simulator. Ist auch von denselben Entwicklern. Aber wie man schon sieht, hat hier sehr viel mehr Freiheiten. Man ist selbst ein Charakter und nicht nur eine Kamera. So. Geht doch. Muss ich die Türen öffnen, hier reingehen, ne? Und wieder die Türen öffnen. Ich benutze jetzt die Maus. Wo ist jetzt meine Maus hin? Nein, die soll nicht da sein. Ich hab da alles. OBS, Bildschirm 2, oder City, Bildschirm 3, Team Simulator, Bildschirm 1, okay. Geht doch. So, Türen geöffnet. Schauen wir mal, ob irgendjemand irgendetwas macht. Nee. Man muss schon sagen, ich bin hier echt. Wo kann ich mich da auch hinsetzen, ne? Geht das? Nee, leider nicht. Ich kann mich ansonsten in jeden Sitz hin machen, ne? Scheiße, wir kommen jetzt wieder hoch. Ah, zum Glück ist hier eine Treppe. Passt. Weil springen kann man leider nicht ins Spiel, nicht? Was ich noch habe, also das ist jetzt die S-Bahn Mitteldeutschland. Ich habe auch noch ein Ding. Güterverkehr Amerika. Also Vereinigte Staaten von Amerika. So, jetzt kommt gleich mal. Schon alles bereit. Ich regle nach vorne. Bremse lösen. So, okay, jetzt muss ich warten, bis von der Uhrzeit her passt. Da kann man die Schütze machen. So. Ich werde wahrscheinlich wieder in diesem Video ein paar Sachen haben, wo ich einfach nicht mehr rede. Es ist halt ja gewohnt, einfach. Musik wird lauter, Video wird schneller, danach wieder wird es wieder Musik wieder leiser, Video wird langsamer und ich bin wieder fangen an zu reden. Und das Konzert können wir jetzt auch gleich starten.
So, okay, ich habe jetzt in der etwas längeren Pause mal ein paar Sachen aufgeschrieben, was ich quasi so habe und so weiter, worüber man erzählen kann. Ist natürlich, jetzt wo es nach Weihnachtszeit ist, natürlich Weihnachten dran. Wie ihr vielleicht schon seht, habe ich da hinten etwas Neues. Hier. Zudem habe ich hier etwas Neues. Jetzt muss ich kurz aufpassen, mich erzählen, weil ich jetzt bremsen muss. Und sagen, es geht genau. Ich will nicht schon wieder rückwärts fahren müssen, wie gerade eben vorher. Jetzt hätte ich es nicht geschafft. Dann wundert es mich auch. So. Reis wieder zurückstellen auf 0. Zudem habe ich hier was Neues bekommen. Und ich muss echt sagen, ich bin echt dankbar, dass beim Mediamarkt alle diese, also waren, ich weiß mal, die drei Hauptartikel, die einen nicht ganz so in den Preiswert haben. Muss echt dafür bedanken, dass beim Mediamarkt alle diese Artikel bis zu 100 Euro reduziert waren. Ne? Weil ansonsten, glaube ich, hätte ich auf einen von diesen drei Dingen verzichten müssen. Ne? Das sage ich jetzt generell, das kann ich später noch zeigen. Ne? Ich muss jetzt wieder losfahren. Eine muss natürlich noch warten. Ne? Hier so um die 50 Euro werden am Amazon bestellt und hier ein bisschen schön gemacht an meinem Schreibtisch. Ich habe hier echt richtig geiles Organisatorisches gemacht. Es schaut einfach geil aus, es ist einfach geil hier. Es ist einfach so schön organisiert, ich habe so viele Möglichkeiten, ne? Wovon man vieles einfach nicht mehr gleichzeitig machen kann, weil es einfach zu viel ist. Und es ist halt echt relativ nice. Das war's natürlich. Was habt ihr denn so an Weihnachten gemacht? Das ist natürlich. Es ist so komisch, ich habe extra ein Skript, aber trotzdem hört sich so scheiße an, wenn ich rede. Also ich habe nicht das Skript, ich habe nur meine Hilfszettel. Ich nehme natürlich. Echt drüber wie der. Lass du denn der Junge, ey. Licht. Jetzt wackelst du schon wieder, so als kannst du mal gleich wieder hochstellen. So. Jetzt auch eine ganz lustige Konstruktion, warte. Ich fahre jetzt hier mal kurz los. Gib Gas! Gib Gas! Ihr wart ja auch mal ein Foto davon, das werde ich eigentlich einblenden. Ne? So ist die Kamera bei mir festgemacht. Damit sie da ein bisschen ordentlich aufnimmt. Sie kann mich auch nicht so bewegen, aber eben bewege. Dann rüttelt es hier so. Dadurch rüttel ich am Tisch. Der Tisch rüttelt am Bildschirm. Oder auf dem Bildschirm liegt die Kamera. Deswegen dann die Kamera auch ein bisschen wackeln würde. Also zum Thema, was ihr so zu Weihnachten gemacht habt, also ich war bei meine, wie sagt man das, was ist denn der Überbegriff von Tante und Onkel zusammen? Ja, ich war bei den beiden halt Essen, zum Essen eingeladen, ein schönes Raclette und da auch nochmal ein paar Sachen geschenkt. Ja, was? Bisschen Halt! Oh, scheiße. Jesus Maria. Ja. Oh scheiße, ich muss echt langsam reinfahren. Ich darf auf keinen Fall beim Signal rüber drauf. So, okay. Das Geist, ich kann ja auch switchen, ne? Einfach mit Y halt auf den Dinge. Ob ich gerade die Kamera steuern soll. Oder ob ich gerade den Zug steuern soll. Das ist echt ganz praktisch, jetzt habe ich gerade den Zugsteuermodus.
ob ich da vorher gut positioniere. Und kann jetzt dafür hier Türen entriegeln. Das heißt, ich bin auf immer noch pünktlich. So. Die Bremsen sind ganz normal, passt. So, wo war ich? Ich war beim Essen, bei Geschmacken. Dann. Oh ja, ich hab einfach. Mein Ding ist auch so. Ich hab einfach mir so krass was reingestopft, dass ich danach richtiges Kopfweh hatte da vorne. Das ist einfach echt zu viel war. Und was natürlich auch typisch Weihnachten ist, ich habe natürlich Geschenke, weil ich den gekauft habe. Ich habe. Einen Moment, du fahrst schon mal los. Bogendubel. Können wir wissen, welchen Tag das war? Hä, war das so früh? Ich war da voll verspätet, das kann doch nicht sein. Hier, das kommt schon eher. 21.12. Das war ich. Belegt. Ohne Behecke. Hier wieder ein Geschenk. 21.12. Aber es müsste am selben Tag gewesen sein. Den kann ich mir vorstellen, dass einfach das System vom Bogenbügel falsch war. Ja, hier 21.12.20.03 Uhr, also schon nach Anschluss reicht jetzt für das Ding gekauft. Das war auch gute Planung. Also ich habe eigentlich ein Ding aufgenommen, das habe ich aber nicht veröffentlicht, weil es einfach zu viel K3 gewesen wäre. Da habe ich. Das war sogar am 21. Ne? Da habe ich gesagt, so Jungs, ich habe aktuell noch gar nichts. So. Ich habe jetzt heute den 30.12. Ne? Bedeutet, das neue Jahr ist auch bald da. Wahrscheinlich wird dieses Video am 31. kommen. Oder vielleicht sogar noch heute, wer weiß. Und Silvester kann man natürlich wieder viel Scheiße machen. Sich vorlabern, mal. Man macht irgendwelche Dinger, irgendwelche Jahresvorsätze, die eh keiner einhält. Mal schauen, ob ich irgendwas. Ui, ich muss hier raus. Raus mit dir. Schnell, gerade vergessen. Als Geiles, ich muss ja sogar Arbeit machen, zum Beispiel hier, bam, Fahrplan hin tun. So. Och, ich bin so ein Stefan, die Bremse hat mich schon vorgelöst. Invincible.